Hallo und willkommen. Ich habe hier neben mir Tom Putzki stehen von Wargaming.net in Deutschland. Hallo Tom. Hi Olli, wunderschönen guten Tag. Ihr seid ja gerade dabei, Update 8.6 zu starten. Ihr habt es auch bei uns auf der Bühne präsentiert. Was sind denn sozusagen die großen News in diesem Update? Naja, die großen News in diesem Update, die richten sich ganz eindeutig auf die Artilleristen. Also alle Leute, die gerne von oben den Death from Above spielen, die werden richtig Spaß haben. Wir kriegen die Aufstockung der Artillerietiers, der Artillerieforschungsbäume auf Tier 10. Wir kriegen 9 neue Arti-Panzer rein, 9 neue Selbsthalerfetten. Und ja, jeder, der Spaß an Arti hat, wird jetzt in Zukunft auch sein Level-Range komplett bis Tier 10 ausbauen können. Bedeutet das, dass noch stärkere Selbstfallerfetten hinzukommen, also für Tier 9 oder Tier 10, oder wie sieht das genau aus? Nee, das sieht so aus, dass wir die aktuell auf Tier 8 stehenden befördern werden, auf Tier 10, und so raufrutschen. Und die Lücken, die sie entstehen lassen, die werden wir mit 9 weiteren Selbstfallerfetten auffüllen und dann sukzessive natürlich in den nächsten Updates in Zukunft auch noch mehr. Apropos Selbstfallerfetten, was kommt denn für welche hinzu? Kannst du vielleicht 1, 2 exemplarisch nennen? Naja, da gibt es natürlich, also wir kriegen 2 neue Selbstfallerfetten bei den Amis, 2 neue Selbstfallerfetten bei den Russen, da will ich die SU-14-1 vorheben, die haben wir auch kurz auf der Bühne gesehen. Wir haben 2 Selbstfallerfetten bei den Franzosen und wir haben 3 bei den Deutschen, wo ein Highlight einfach der GW Tiger P sein wird. P wie Porsche? P wie Power. Okay. Und welche Vorteile bietet dieser Selbstfallerfette? Naja, der GW Tiger P macht einfach mächtig, mächtig Aua. Das heißt, der macht einen Damage-Output bis zu 2000. Wow. Und das wird richtig böse. Was allerdings, damit er nicht total überpowered ist, an die realistischen Gegebenheiten angepasst ist, ist, dass seine Streuung relativ groß ist. Das heißt, wenn er trifft, trifft er richtig, aber er trifft vielleicht nicht ganz so oft. Und wie steht es mit der Nachladezeit und mit den Munitionsbeständen aus? Naja, Nachladezeit ist natürlich bei einem Geschütz dieses Kalibers von 210 mm exorbitant hoch. Das heißt, das ist kein Schnellfeuergerät, aber es wird sich einfach lohnen, eine gut ausgebaute Besatzung für diesen Tank zu haben und dann damit akkurat draufhauen. Das ist schon, also, aber da sollte einfach jeder Schutz nach Möglichkeit irgendwo im Ziel sitzen. Und wie sieht es bei den anderen Fraktionen aus? Was gibt es da Nennenswertes zu berichten? Naja, es gibt beispielsweise Artillerie, die jetzt Schnelllademagazine haben. Und ich tippe mal die Franzosen. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Die Franzosen natürlich. Und da lohnt es sich dann vielleicht schon mal im Gefecht, wenn nur noch ein Schuss im Magazin ist und gerade kein Gegner zu sehen ist, diesen Schuss rauszuhauen, damit sich das Magazin wieder volllädt. Während man dann auf die hoffentlich guten Aktionen der Scouts warten kann. Okay, das betrifft so die Artillerie. Ihr hofft ja natürlich damit auch ein besseres Matchmaking hinzubekommen. Denn die große Klage war ja des Spiele, dass viele Matches inzwischen Arti-Partys auf High-Tier sind, mit sehr, sehr starken Artillerie, wie halt dem GW Panther und dem GW Tiger. Allerdings, ihr bringt auch einen neuen Heavy-Tank ins Spiel. Welcher ist das? Das ist der Excelsior von den Briten. Das wird unser neuer Premium-Tank. Und ich kann einfach nur sagen, wir haben ihn selber auf der Bühne ausprobiert. Eigentlich von den Werten her wirkt er relativ normal, aber der Spieler, der ihn ausprobiert hat, ich glaube, das warst du, fand ihn gar nicht mal so schlecht. Sag du mal was dazu. Wie fandest du den Excelsior? Naja, da ich normalerweise die deutschen Panzer spiele, ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er ist nicht ganz so schnell wie manch anderer Medium-Tank. Er ist relativ gut gepanzert. Von dem Geschütz her, Nachladezeit ist relativ kurz. Der Punch nicht so extrem. Ich würde sagen, für ein Schnellfeuergefecht ist er ganz in Ordnung. Für ein, sag ich mal, Langstrecken und mit kurzen, heftigen Schlägen eher weniger geeignet. Ja, aber was mir aufgefallen ist, als du diesen Tank gespielt hast, die Nachladezeiten waren extrem kurz. Das heißt, du kannst eigentlich so wie bei dem Typ T-34, diesem chinesischen Tier 5 Panzer, kannst du einfach jede Menge Granaten hintereinander raushauen. Und wenn du dann ein bisschen gut zielst, was du bei dem Gefecht nicht so wahnsinnig gemacht hast, aber es lag dir einfach daran, dass du auf der Bühne warst und bei der Map El Haluf war das, glaube ich, auch in der entsprechenden Position warst. Aber wenn du da einem Gegner die Ketten dauerhaft niederhältst
und darauf hoffst, dass dein Team mit dir mitspielt, dann kannst du natürlich dafür sorgen, dass sich der Gegner nicht bewegt und die Kollegen den Schaden reindrücken. Letzte Frage, wann können wir denn mit dem neuen Patch rechnen? Sehr, 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 sehr bald. Also noch diesen Monat. Also im Juni, freut euch, liebe Panzerfahrer, es kommen neue Selbstfahrerfetten, die Tiers werden neu arrangiert und es gibt einen neuen Premium-Tank, den Excelsior. Freut euch, bis dahin, ciao.